Hallo, mein Name ist Maurice und heute zeige ich euch die zweite Version meines selbstgebauten Litecoin oder Dogecoin Mining Rigs. Es lässt sich für alle möglichen Kryptowährungen verwenden und ist ideal momentan bei skriptbasierten Coins einsetzbar. Es besteht aus 5 Radeon 7950 Grafikkarten unterschiedlicher Marken. Am besten eigneten sich diese Sapphire-Karten. Das ist diese hier und diese hier. Die würde ich auch empfehlen, wenn ihr die bekommt. Ich hatte leider nicht immer das Glück, deshalb habe ich noch eine XFX-Karte hier benutzt. Oder zwei XFX-Karten hier, das ist auch eine. Da gibt es einen speziellen Trick. Wenn ihr oben diese rote Blende abmacht von diesem Ghost Cooling, dann sinken die Temperaturen noch ein Stück und ihr könnt noch ein bisschen mehr Hashrate rausquetschen. Der Miner setzt aktuell auf die Version 372 von CG Miner, startet von einem USB-Stick mit Linux-Betriebssystem. Das hat den Vorteil, dass ihr erstmal keine Windows-Lizenz kaufen müsst, keine Festplatte kaufen müsst, um Windows zu installieren, denn Windows startet nicht vom USB-Stick. Und ihr die Energiekosten nicht habt, die eine Festplatte zwangsweise verursachen würde. Der Miner, so wie ihr ihn hier seht, hat schon zwei Litecoin-Blöcke geknackt, also gelöst, die jetzt auf der Blockchain sind. Auch schon einige Dogecoin-Blöcke wurden damit erfolgreich gefunden. Wo ich sehr viel Wert drauf gelegt habe, ist auf die hohe Effizienz des Miners. Also die 5 Grafikkarten, klar, um die Investition kommt ja nicht herum. Das Gehäuse ist bei mir eine einfache Kiste aus dem Baumarkt, die einen weichen Kunststoff verwendet, damit man den mit einem Seitenschneider bearbeiten kann. Also beispielsweise hier habe ich das Gitter rausgeschnitten im vorderen Bereich. Das Mainboard selbst liegt auf zwei Hitzematten, die man etwa unter Kochtöpfe tun kann, um die auf dem Tisch zu servieren bei heißen Töpfen. Normalerweise würden bei einem Miner dieser Größenordnung mit 5 Grafikkarten würde das Netzteil etwa 1200 oder 1300 Watt leisten müssen. Ich nehme zwei Netzteile, die 850 und 500 Watt haben. Das ist günstiger, als wenn man ein großes Netzteil kaufen würde, um auch hier möglichst effizient zu sein. Noch ein weiterer letzter Punkt zur Effizienz ist, dass ihr seht hier, da ist kein separater Ein- und Ausschalter angeschlossen am Mainboard. Den kann man sich nämlich auch sparen, wenn man im BIOS die Einstellungen setzt, dass das Gerät direkt hochfährt, sobald die Energiezufuhr anliegt. Und deshalb ist das Ganze hier an eine Schaltersteckdose angeschlossen, mit der ich das nur ein- und ausknipsen muss. So wie das Gerät jetzt hier steht, leistet es 3,211, also 3,2 Megahashes. Man sieht hier unten die 5 Grafikkarten mit den jeweiligen Temperaturen und den Hashrates dahinter. Das ganze System nimmt etwa knapp 1400 Watt an der Wand auf und läuft stabil mit den Einstellungen im 24/7 Betrieb. Ich habe sehr viel Zeit darauf investiert, softwareseitig das Mining Rig so durchzuoptimieren, dass man hier ein optimale Hashrate rausholen kann mit den Karten, die ich eben verwende. Insgesamt belaufen sich die Kosten für so eine Box inklusive der Netzteile und der Grafikkarten, die natürlich den größten Posten darstellen, auf knapp 1700 Euro. Das ist sehr, sehr günstig, wenn man bedenkt, dass man 3,2 Megahashes Leistung dafür bekommt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch oder abonniert meinen YouTube-Channel, wenn ihr auf dem Laufenden gehalten werden wollt. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Kryptowährung meinen. Tschüss!